Anfahrt in den Krieg. Ein Bataillon der IDF, der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, auf dem Weg zum nächsten Einsatz gegen die Terrororganisation Hamas. Hinter dem Grenzzaun beginnt das Palästinensergebiet und damit die Kampfzone. Welcome to Gaza. Die Soldaten kehren aus einem kurzen Fronturlaub zurück. It's hard to come back from home. Es ist immer schwer, wieder herzukommen, wenn wir vorher für 24 Stunden zu Hause sein durften. Aber wenn wir durch unser Tal fahren und die niedergebrannten Kibbutzhäuser in der Heimat sehen, dann ist das eine zusätzliche Motivation für uns. So, jetzt müssen wir uns aber konzentrieren. Das Ziel der Einheit, ein Areal im Norden des Gazastreifens. Eris ist der Kommandeur des Bataillons 8105. Der Lieutenant Captain befehligt 600 Mann. Panzer zu meiner Position. Ich brauche hier kurz Unterstützung, dann alle sammeln. Bereitet euch auf den Angriff vor. Wir stoßen hier jetzt etwa einen Kilometer vor. Dann planen wir unseren Angriff, der in den vergangenen Stunden schon vorbereitet wurde. Nach der Planung von den Offizieren vor Ort setzen wir Infanterie, schwere Infanterie, Panzer und nicht gepanzerte Einheiten ein, um die feindlichen Kräfte anzugreifen. Mal sehen, welche Überraschungen dieser Tag bereithält. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Die Armeeführung hat genehmigt, dass wir das Fallschirmspringer-Bataillon 2 Tage embedded, also als Teil der Einheit, begleiten dürfen. Bedingung? Weder sicherheitsrelevante Details noch die Gesichter der meisten Soldaten zeigen. Die Männer sind Teil der Bodenoffensive Eiserne Schwerter, die Israel vor fast 3 Monaten in Gaza begonnen hat. Sehr gut, toll, ihr seid Bestien. Die Gegend wirkt menschenleer. Es ist ein unsichtbarer Feind, den die israelischen Soldaten hier bekämpfen. Ihr Auftrag lautet, die Tunnel der Hamas aufspüren. Nichts reinschmeißen wegen der Sprengfallen. Der muss heute Nacht aufgemacht worden sein. Den gab es gestern noch nicht. Das Loch im Boden, es soll ins unterirdische System der Terroristen führen. Die Soldaten bleiben erstmal auf Abstand. Alle zurückziehen. Jungs, weg vom Tunnel. Wir vermuten Sprengfallen. Die Tunnel sind sehr schwer zu finden. Deshalb ist das hier ein echter Erfolg für uns. Gestern haben wir ihn noch nicht entdeckt. Vermutlich wurde er in der Nacht von unten geöffnet. Das bedeutet, dass die Terroristen uns hier aus dem Hinterhalt hätten angreifen können. Nur wenn wir die Tunnel zerstören, gewinnen wir den Krieg. Unser Auftrag ist also, sie zu finden. Noch ist die Mission der Männer hier nicht vorbei. Später werden sie zu dem Loch zurückkehren. Zwischen den israelischen Kibbuzen, die am 7. Oktober angegriffen wurden, und der aktuellen Front in Gaza liegen nur ein paar Kilometer. Los, Leute, schneller! Der Feind ist da hinten! Da ist der Feind! Die Truppe besteht aus Reservisten, eingezogen nach dem Blutbad der Hamas. Dieser Krieg unterscheidet sich sehr von anderen. Vor allem, weil die Terroristen diese riesige Anzahl von Tunneln haben. Es ist schwierig, den Feind zu Gesicht zu bekommen. Er greift nur aus dem Hinterhalt an und nutzt Guerillataktik. Den Gegner finden und schlagen, wenn er aus den Tunneln kommt, das ist die größte Herausforderung. Das ist kein Kampf an der Oberfläche, sondern Krieg unter der Erde. Die Einheit nähert sich einer Farm. Um mögliche Gegner aus ihren Verstecken zu vertreiben, eröffnen die Männer zunächst das Feuer. Auch hier Spuren einer unterirdischen Guerillataktik. Einer unserer Trupps hat einen weiteren Tunnel entdeckt. Lasst uns das mal checken.
Das Loch befindet sich zwischen Olivenbäumen, gleich neben den Gebäuden. Ob es ein Tunnel ist, können wir nicht überprüfen. Für die Soldaten ist die Sache klar. Guck mal, es geht weiter rein, siehst du? Ja. Das ist ein spezieller Tunnel, der verwendet wird, um aus dem Haupttunnel herauszukommen und uns anzugreifen. Den werden wir auch zerstören. Nach fast 3 Monaten Krieg gilt die Hamas im Norden Gazas als nicht mehr handlungsfähig. Trotzdem rechnet die Einheit jederzeit mit Angriffen aus dem Hinterhalt. Ein paar Meter weiter soll es schon den nächsten Einstieg in die Unterwelt geben. Die Aufklärung meint, da hinten ist noch ein Tunnel. Wo? Da? Ja, gar nicht weit weg. Wieder nehmen die Reservisten ein verdächtiges Gebäude unter Feuer. Laut Angaben der Armee wurden in den vergangenen Wochen mehr als 7000 Hamas-Terroristen getötet. Tausende weitere sollen sich noch in dem Tunnelsystem, das manche auch Gaza-Metro nennen, verstecken. Der Krieg sei erst vorbei, so das erklärte Ziel der israelischen Regierung, wenn die Hamas vernichtet worden ist. Wir setzen jetzt Sprengstoff ein, um den Tunnel, den wir gefunden haben, zu zerstören. Es ist ein sehr tiefer Tunnel. Ruinenlandschaften säumen den Weg der Soldaten in ihr Nachtquartier. Das hier ist jetzt fast wie ein zweites Zuhause. Wir sind jedes Mal froh, nach dem Einsatz herzukommen. Und in ein paar Nächten sind wir schon wieder woanders. Also los, komm rein. Mehr als 300.000 Reservisten hat Israel für seinen Gegenschlag mobilisiert. Hier ist Reis drin. Und im Topf mache ich Fisch auf marokkanische Art, aber nur mit Thunfisch aus der Dose. Gibt es hier eine Kaffeekanne? Ja, unten. Unterm Tisch? Nein, unten im Erdgeschoss. Du bist der Koch? Ja, ich habe mich freiwillig gemeldet. Weiß aber nicht genau, wie ich das finde. Aber so ist es jetzt eben. Der Soldat ist 25 und gerade erst Vater geworden. Zwei Tage vor dem 7. Oktober hat meine Frau ein Kind zur Welt gebracht. Leider musste ich sie und das Baby allein lassen, um herzukommen. Ich bin traurig, dass ich nicht dabei bin, wenn meine Tochter heranwächst. Aber ich weiß, ich mache das hier, damit sie eine bessere Zukunft in Israel hat. Ich bleibe hier so lange wie nötig. Dann komme ich nach Hause und sehe ihr dabei zu, wie sie in einem sichereren Land groß wird. Auch in der Nacht macht der Krieg keine Pause. Am Horizont blitzen Lichter auf. Es sind die Bomben und Raketen der Israelis, die irgendwo in der Ferne explodieren. Der nächste Morgen. Haben Sie schon die Temperaturen gesagt? Nein, aber Donnerstag gibt es wohl Gewitter. In der Unterkunft haben die Soldaten die Flagge ihres Bataillons aufgehängt. Unter der Nummer ihr Leitspruch: Wir ebnen den Weg. Nicht weit weg vom Quartier geriet die Einheit vor kurzem in ein Gefecht mit der Hamas. 2 Soldaten starben, 1 Dutzend wurde verletzt. Nichts bereitet dich darauf vor, was man in solch einer Situation sieht. Wenn man die Sachen der Kameraden einsammelt, wenn man das Blut oder Teile ihres Körpers sieht, dann hoffst du, dass du dich nach diesem Tag nicht mehr daran erinnern wirst.
Es tut weh zu wissen, dass anschließend ein Soldat bei der Mutter einer dieser Jungs an die Tür klopft, um ihr zu sagen, dass ihr Sohn nicht mehr lebt. Damit klarzukommen ist sehr schwer. Es macht dir aber auch deutlich, warum wir hier kämpfen, warum wir hier sind. Kommandeur Eres ist dreifacher Vater und im zivilen Leben eigentlich Unternehmer. Hier beginnt sein Arbeitstag mit einer militärischen Einsatzbesprechung. Wir müssen das Areal weiterhin kontrollieren. Am besten nähern wir uns von dort, ansonsten können wir nicht so gut erkennen, ob dort jemand ist. Wir rücken mit zwei Panzern vor. Die werden uns unterstützen und die Zone absichern. An einem der Häuser ein Graffiti der Soldaten. Guten Morgen, Gaza. Setz schon mal Wasser auf. Wir machen dir einen schwarzen. Ein böses Wortspiel, das entweder bedeutet, einen Kaffee zu kochen oder dem Gegner einen schwarzen Tag zu bereiten. Die Anfänge des Bataillons gehen bis zum Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren zurück. Viele der Männer dienen schon lange gemeinsam. Das ist unser Versorgungsoffizier. Komm doch mal. Er ist für den Nachschub des Bataillons zuständig. Es wird jeden Tag Essen und Wasser reingebracht. Und auch alles, was die Panzer für den Einsatz brauchen. Munition natürlich. Nachschub für den Kampf. Ohne Nachschub würde hier nichts laufen. Dieses Gebäude war einmal eine Schule, zerstört wie alles in dem palästinensischen Ort, den der Konvoi an diesem Morgen durchquert. Ihr Ziel jetzt? Das Haus mit dem Tunnelausgang vom Vortag. Du bist weiter ganz hinten. Gib mir keine Rückendeckung? Nein, das ist schon okay. Hassan, bleib du hier vorne irgendwo. Nach bewährter Manier nähert sich die Einheit dem Gebäude. Kommt von der linken Seite. Passt auf, in welche Richtung ihr schießt. Feuert bloß nicht dorthin. Entspann dich, ich sehe doch, wohin ich schieße. Dann finden sie in dem zerschossenen Haus etwas Verdächtiges. Und, wie sieht's aus? Der Tunneleingang ist in einem guten Zustand. Damit können wir arbeiten. Wir haben aber noch etwas entdeckt. Einen Auslöseknopf verbunden mit einem Kopfhörer. Das Ding ist garantiert von den Terroristen. Wir fassen es nicht an, es liegt vor einer Tür. Hinter der Tür, so stellt sich raus, verbirgt sich keine Gefahr. Das Loch ist der Ausgang eines Tunnels, gebaut aus Beton, der nach Angaben der Armee 20 Meter in die Tiefe reicht. Inzwischen ist der verdächtige Schalter samt Kopfhörer geborgen. Hier, das ist die Sprengfalle, die die Soldaten gefunden haben, als sie das Haus gesichert haben. Jetzt ist sie entschärft. Das verbindet man über ein Kabel mit dem Sprengstoff. Sehr einfach improvisiert, aber in der Lage, viele, viele Soldaten zu verletzen. Viel Sprengstoff soll jetzt dafür sorgen, dass hier in Zukunft kein Hamas-Kämpfer mehr aus dem Boden auftaucht. Bis wohin? Ich denke, das reicht so, okay. Von hier geht es. Fangt an. Es ist okay, ihr seid hinterm Auto. Die Explosion reicht nicht so weit. Hat's funktioniert? Ja klar. Ist es weg? Ja klar ist es weg. Für das Bataillon 8105 ist der Einsatztag damit beendet. Der Krieg gegen die Hamas und das Sterben in Gaza, so ist zu befürchten, sind es dagegen noch lange nicht.